Und was den Markt heute bewegt hat, darüber spreche ich jetzt mit Sanjin Topuzovic von der Baader Bank. Schönen guten Abend nach Frankfurt, Herr Topuzovic. Vergangene Woche sind wir auf der Stelle getreten, mehr oder weniger. Auch diese neue Woche beginnt fast impulslos. Wo kommt diese Lethargie her unter den Anlegern? Guten Abend. Ja, die Lethargie ist der Neutralität der Anleger geschuldet. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite der DAX heute ja fast impulslos, wenn Sie so wollen. Amerikaner haben heute die Börsen geschlossen. Die haben heute Feiertag, heute ist President's Day in den USA. Aber dennoch, auch in den letzten Tagen sieht man beim DAX, er bewegt sich in einer Spanne zwischen 7.550 Punkten und 7.700. Also eine kleine oder eine klassische Seitwärtsbewegung. Die anderen Märkte sind auch dem DAX schon ziemlich weit, wenn man das jetzt von Jahresbeginn ansieht, vorweggelaufen. Das heißt, hier sollten wir diese Seitwärtsbewegung vielleicht in eine Abwärtsbewegung drehen. Der Markt sicherlich bis 7.400 oder sogar noch drunter korrigieren. Also das Kurskorrekturrisiko ist im Augenblick doch relativ hoch. Also ganz klar das Signal, die Unterseite im DAX auch im Auge behalten, das nicht verlieren. Herr Topuzovic, wo gab es denn heute ganz besondere Bewegungen? Ja, interessant ist es heute gewesen. Gut, wenn man da so interessant sagen kann, also der Tag war heute schon weitestgehend impulslos. Sie können sich auch sicherlich vorstellen, dass auch die Umsätze dementsprechend gering waren. Aber es gab eine interessante Geschichte, und zwar in der Automobilbranche. Wenn man sich die DAX-Entwicklung in den einzelnen Werten ansieht, hat man da Daimler und BMW gleich auf dem Radar. Daimler schließt heute im Plus und die BMW im Minus. Ups, zwei aus der gleichen Branche. Wie kann das sein an einem Tag wie heute? Ganz einfach, es gibt eine Studie von Analysten, die einfach der Meinung sind, man sollte jetzt Daimler vor BMW bevorzugen. Ja, und das haben wir heute gesehen. Also waren es wieder die Analysten, die hier also ein bisschen Kurse gemacht haben. Dann hatten wir heute Mittag zwischen 12 und 1 den Monatsbericht der Bundesbank. Irgendwie hat sich das überhaupt nicht bemerkbar gemacht. Vielleicht lag es auch daran, dass Mario Draghi von der EZB seinerseits auch wieder was zum Euro gesagt hat und damit im Prinzip alles andere, was aus der Richtung Banken kommt, niedergebügelt hat, oder? Ja, sicherlich. Aber es sind auch, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, auch jetzt nicht wirklich diese wichtigen Nachrichten da durchgesickert. Also die Bundesbank sieht im ersten Quartal die deutsche Wirtschaft sehr positiv und das Gesamtjahr für Deutschland positiv. Das lässt so ein bisschen den Eindruck, dass wir so das Tal durchschritten haben und die Wirtschaft sich jetzt vielleicht erholen könnte. Aber das ist ja schon mal eine positive Nachricht so an dieser Stelle, wenn auch so ein bisschen verklausuliert. Autos hatten Sie angesprochen, da geht es ja morgen dann gleich weiter, europaweit die Absatzzahlen von der ASEA. Wie sehen Sie grundsätzlich die Lage bei den Autobauern? Ja, also die Autobauer, die plagen sich natürlich mit der Absatzflaute in Europa. Und das macht ihnen natürlich sicherlich ganz große Kopfzerbrechen. Es ist auch eine Art Rabattschlacht für Neuautomobile. Schon entfacht. Aber das ist nicht nur die einzige Herausforderung. Also es gibt in diesem Jahr so ein paar Punkte, die die Automobilbranche sicherlich noch beschäftigen werden. Das ist beispielsweise die Frage, wo will ich künftig meine Automobile überhaupt produzieren? Oder biete ich mobile Dienstleistungen an? Auf der anderen Seite verschwimmen immer mehr die Grenzen zwischen Herstellern und Zulieferern. Also für die Lösungen dieser Herausforderungen benötigt man Kapital. Und wenn man jetzt mal schaut, unsere Automobilbauer Daimler, BMW und VW zusammengenommen haben liquide Mittel angehäuft, die über 50 Milliarden reichen. Also aufgestellt sind sie ganz gut, aber wenn man auch andere Branchen da vergleicht, da schwingt natürlich immer mal so die Gefahr, dass man Fehlinvestitionen tätigen könnte. Was unser Zuschauern ist hoffentlich nicht passiert. Was passiert denn in der Woche noch alles? Wir haben ja das ein oder andere Konjunkturdatum morgen, ZTW, IFO am Freitag. Kommt jetzt vielleicht wieder doch irgendwo Impulse auf? Kommt vielleicht die Konjunktur in Fahrt?
Ja, also beim ZEW morgen, gut, das ist ein Konjunkturindex, der von Finanzexperten quasi die Erwartungen der Finanzexperten widerspiegelt. Der ist auch in letzter Zeit ziemlich stark angestiegen und auch wieder erwartet man einen höheren ZEW-Index. Wenn man aber die Marktsituation im Augenblick betrachtet, könnte man meinen, dass die Erwartungen doch recht hoch gesteckt sind. Also ich glaube, morgen wird der ZEW die Richtung hier am Markt vorgeben. Das heißt dann letztendlich höher als erwartet oder nicht höher als erwartet. Und was mache ich jetzt als Anleger draus, der jetzt hört, ach, der DAX hier tritt auf der Stelle, Seitwärtsrange, ich muss die Unterseite vielleicht so ein bisschen im Auge behalten. Wie positioniere ich mich? Ja, also im Augenblick, glaube ich, macht der Anleger nichts verkehrt, wenn er sich erst einmal an der Seitenlinie bewegt, sich das Ganze mal anschaut. Also wie gesagt, ich habe das ja eingangs ein wenig skizziert. Wir bewegen uns nach wie vor noch seitwärts mit 7.550 bis 7.700 Punkten. Da in dieser Range bewegt sich der DAX seit einigen Tagen. Also ich glaube, wenn man sich das jetzt erstmal in Ruhe anschaut und der DAX so die Richtung 7.7 sich orientiert und gar dann nimmt, das wäre ein starkes charttechnisches Zeichen. Da kann der Anleger immer noch draufspringen auf den fahrenden Zug und die Entwicklung dann weiter mitnehmen. Andererseits verläuft sich natürlich, sollten wir wieder Richtung 7.550 Punkten runter und gar noch weiter runter, dann kann man auch zu viel günstigeren Konditionen oder zu viel günstigeren Kursen einsteigen. Relativ impulslos der Handel, der DAX mehr oder weniger seitwärts, die Umsätze auch relativ moderat. Ein entspannter Sanjin Topusevic von der Baderbank verabschiedet sich in seinen wohlverdienten Feierabend. Dankeschön. Schönen Abend, Dankeschön.